für Spiel und Jahr für Jahr. Für immer und den Tag. Mein Herz, das schlägt für Rot-Blau. Goal für Goal und Sieg für Sieg. Für immer und den Tag. Mein Herz, das schlägt für Basel. Guten Abend, schön sind Sie dabei beim FCB Total. Rot-Blau biegt auf die Zielgeraden in dieser Saison und festigt der zweite Rang das Wochenende mit dem Sieg gegen St. Gallen. Das ist nur ein Thema, das wir heute in der Runde besprechen werden. Und zwar mit einem Rückkehrer nach Basel, mit dem Zdravko Kuzmanović. Schön bist du da. Guten Abend. Und wie jede Woche mit der Legende und unserem Experten Erni Meissen. Salli Erni. Salli Chris. Es war ein knapper Sieg gegen die Espen am Wochenende. Ein Kampfsieg, muss man sagen. Die Einstellung, die hat gestimmt bei Rot-Blau. Hinten ist man einigermaßen stabil gestanden. Vorne hat man seine einzige Chance genutzt. Obwohl kurz vor Schluss eigentlich die Ostschweizer noch haarscharf am Ausgleich vorbei geschlittert sind. Erst in der 89. Minute kommt St. Gallen zum allerersten Mal richtig gefährlich vor das Basler Goal. Der Kopfball von Boris Babic fliegt ans Lattenkreuz. Die Szene ist symbolisch für die positive Entwicklung des FCB. Er erkämpft sich das nötige Wettkampfglück zurück. Ja, es ist ja meistens so, wenn man die Aufwand nimmt und jeden Verdammten fightet, dann kann das trotzdem mal passieren, aber die Chance ist viel kleiner. Und ich glaube, das ist sicher ein Grund dafür. Ja. Dass St. Gallen nur zu einer nennenswerten Szene ist gekommen, spricht für die taktische Ausrichtung von Rot-Blau. Für die hat Patrick Rahmen die bisherigen Saisonspiele gegen die Ostschweizer als Basis genommen. Es war einfach so, dass wir natürlich die letzten drei Spiele auch analysiert haben. Und da haben wir auf dem Umschaltspiel viel zu viel zugelassen. Wir haben zwar in diesem Match nie schlecht gespielt, aber St. Gallen ist dann immer wieder relativ einfach im Umschalten hinter der Abwehr von uns gekommen. Und darum haben wir die Woche auch sehr gut in der Defensive geschafft und das hat sich zum Glück auch ausgezahlt. Konkret hat er vor allem ein Spieler von St. Gallen aus dem Spiel nehmen. Für das hat er den Paitim Kasami plötzlich auf den Flügel aufgestellt. Es war ein Gameplan vom Coach, dass ich den Grötl aus dem Spiel nehme. Und ich denke, ich habe ihn aus dem Spiel genommen. Ich musste das machen, was der Trainer mir heute gesagt hat. Es ist schon klar, dass der Paitim nicht ein Flügelspieler ist, aber wenn wir in den Halbpositionen sind, kann er das genau gleich spielen. Das ist eigentlich ist ähnlich wie eine Zehnerposition. Ich habe natürlich in der Defensive ihm schon den Auftrag gegeben, den Gürtel aus dem Spiel zu nehmen. Und das hat er solange er auf dieser Position war, hat er das sehr gut gemacht. Gut gemacht hat es auch Patrick Ramm selber und das nicht nur mit der taktischen Ausrichtung. In der Pause hat er die richtige Wahl gefunden und die Offensive angesprochen. Dass wir defensiv gut stehen und dass wir einfach offensiv viel zu viel liegen lassen, indem wir einfache Fehler machen. Er ist auf das hingewiesen nochmal und gesagt, dass wir das einfach besser machen und dann werden wir zu Chancen kommen. So war es ja auch. Ein guter Matchplan ist sichtbar, eine klare Kommunikation hörbar und eine positive Entwicklung spürbar. Einen grossen Anteil daran hat Patrick Rahmen. Ja, knappe Sache am Wochenende. Zdravko, wie siehst du den FCB generell momentan sportlich? Ja, generell sportlich sehe ich sie momentan sicher nicht so gut, weil es war so ein Sinnbild jetzt gewesen, auch die letzte Chance, die hat auch 50-50 reingehen können. Und ich denke jetzt einfach im Moment, ist der FCB sicher nicht auf der Höhe, wo sie sollten sein, wo man auch vom Verein verlangt, dass sie sind. Sie tun sich sicher mega schwer momentan. Thema Handschrift, wir haben es monatelang unter dem Ciriakos Forza diskutiert, auch die taktische Tiefe. Der Unterschied ist ja brutal jetzt. Ja, der Patrick Rahmen erzählt auch etwas, was man hat wollen machen oder was man macht. Ein Spieler hat eine taktische Anweisung, der weiss, ich muss auf den Spieler schauen. Ist vorher nie der Fall gewesen. Vorher hat man einfach so allgemein irgendetwas gesagt. Und man merkt auch den Spieler an, dass sie Aufgaben kriegen, dass sie wissen, was nicht gut ist und was sie müssen besser machen müssen, zum Beispiel in einer zweiten Hälfte. Und auch der Patrick, er reagiert in der Halbzeit, einmal in Lausanne unten, hat den Tim rausgenommen, weil er gemerkt hat, da funktioniert etwas nicht und dann ist es sofort auch besser geworden. Und auch da hat man gemerkt, in der zweiten Hälfte, man hat über etwas geredet in der Halbzeit, wo jetzt besser geworden ist, weil dann hat man plötzlich genauer gespielt, schneller gespielt, gut umgeschaltet und was halt momentan halt auch viel besser geworden ist, man hat jetzt mal zu Null gespielt, das ist auch wichtig, das sieht man immer wieder, zu Null spielen, das ist enorm wichtig. Und
Da brauchst du halt manchmal auch ein bisschen Glück, dass halt jetzt halt mal einer nur an die Latte oder ans Lattenkreuz geht. Aber für das musst du auch etwas machen, dass du das Glück hast. Du hast unter grossen Trainer in grossen Teams gespielt. Ein Typ wie Zdravko Kuzmanović, wäre der mit einem Chiriakos Forza klarkommen, der nicht die Tiefe hat? Nein, klar nicht. Nein. Weil ich hatte sicher ein riesiges Problem, dass mir ja nonstop oder immer einer hinter dem Rücken schreit oder auf dem Platz. Weil ich habe das mitbekommen, dass der die ganze Zeit rumschreit. Und es ist für einen Spieler sehr, sehr schwer. Und, weil ein Spieler ist fokussiert für das Spiel. Er hat ab und zu seine eigene Idee. Und wenn jedes Mal jemand von außen reinschreit und sagt, mach das, mach das. Ich hätte mit dem ein Riesenproblem gehabt. Also ich hätte mich da sicher nicht zurecht gefunden. Aber gut, das war wahrscheinlich im Sinne Art, dass er so wollte, dass dirigieren, die Mannschaft führen. Aber klar, ich denke, dass das nicht so zu einem guten Weg führt. Weil man muss auch wissen, wenn du mit älteren Spielern wieder umgehst, mit jüngeren. Und wenn du alle so. Ja, ist irgendwie. Mit mir hat es sicher nicht gepasst. Nein, ich muss es wirklich sagen. Das Drafko war beim letzten Titel dabei, gewesen, unter dem Marcel Koller, der Göpp dazumal. Wie schätzt du das ein? Also, ich glaube, der Marcel Koller, seine Arbeit ist auch unterschätzt worden, weil diese Saison ist man ja wieder meilenweit von einem Titel weg gewesen. Ja gut, das sind sicher zwei komplett verschiedene Trainer gewesen. Eben, Marcel Koller endet ganz ruhig, für mich zu ruhig auch wieder ein bisschen, zu gelassen in gewissen Situationen, wo es vielleicht einmal eine Explosion gebraucht hätte. Der Chiri ist nur wie Zdravko gesagt hat, immer am schwarzen Fuß, immer am reinrufen. Einen jungen Spieler machst du unsicher so, weil der getraut sich gar nicht mehr selber etwas zu machen, der weiss ja gar nicht mehr, was machen. Und ein alter Spieler, ich weiss es auch von mir, ich hätte es auch nicht vertreibt. Ich hätte irgendwann rausgegeben und gesagt, du weißt was jetzt, bist einfach mal still daraus. Das ist ja so, das ist auch nicht das Richtige gewesen, aber ja, man hat ja jetzt das geändert. Der Patty ist ja sicher viel ruhiger als der Chiri, aber doch wieder ein bisschen impulsiver als der Marcel ist. Und vielleicht ist genau das, was jetzt auch bei der Mannschaft ankommt. Und wie gesagt, er tut ein Problem ansprechen. Er weiss, wie man etwas lösen, weil man hört das auch in den Interviews, auch mit den Spielern, die kriegen eine Aufgabe, die lösen die Aufgabe. Und vorher hat man das Gefühl, der Chiri steht halt an und sagt, los, jetzt müssen wir einfach positiv denken und gehen jetzt einmal raus und positiv und dann kommt das. Das ist der Unterschied, das hat ein bisschen Tiefe jetzt auch. Oder? Und vor allem für die Jungen ist das natürlich eine brutale Situation gewesen, oder? Wenn es eh nicht läuft und dann hast du noch einen, der dich verunsichert. Das geht gar nicht. Also ein Junge musst du können führen. Und es hat keinen Sinn, dass du dem Jungen permanent immer reinschreist und so. Weil, wie der Ernie gesagt hat, ein Junge kann mal einen Fehler machen. Und wenn dann jedes Mal vom Training wieder kommt, hey, was ist los? Du musst das schön aufbauen und ihm auch ab und zu Selbstvertrauen geben. Und ich glaube, das Forza hat das komplett falsch gemacht. Also, ich kenne den Paddy auch und kenne ihn auch persönlich. Und ich glaube, der Paddy hat eine sehr gute Mischung. Also, Der kann im Fall auch sehr unangenehm werden, weil ich kenne ihn, der hat sein Ziel, der weiß, was er will und so ruhig, wie er ab und zu tut, ist er dann auch nicht. Aber ich finde das gut. Sie haben eine sehr gute Mischung momentan mit dem Paddy. Schauen wir auf das einzige Highlight aus Basler Sicht von diesem Match, nämlich das Goal von Arthur Gabral. Und zwar von hinten bis vorne. Es ist knapp nach einer Stunde ist passiert, so Heinz Lindner, Abstoß und dann du, Ernie. Ja, eben, man sieht hier Balleroberung, man geht voll drauf, da sind viele Beteiligte in dieser Situation. Dann wird nach vorne gespielt, und zwar über mehrere Stationen, direkt, also wirklich so schnell wie möglich einmal nach vorne, nicht immer nochmal zurück und so. Und dann die Laufwege hier vom Stocker und vom Cabral nachher, das sind die Laufwege, die auch wichtig sind, die man zum Teil vorher gar nicht gemacht hat, weil man auch an so etwas gar nicht geglaubt hat. Und hier, das ist jetzt ein perfekter Konter, besser kannst du das nicht mehr spielen. Und aber der Einzige. Und das ist vielleicht auch der Kritikpunkt, oder? Das fehlt mir bei FCB. Das fehlt mir, weil was mir jetzt, ich schaue fast jedes Spiel, also, weil ich immer noch sehr am FCB hänge und ich verfolge sie die ganze Zeit. Was mir einfach fehlt, ist die Dominanz. Also, es fehlt mir, dass du einfach 90 Minuten die Mannschaft dominierst. Also, wenn du im St. Jakob daheim
egal ob gegen St. Gallen, Vaduz, Lausanne oder so spielst, finde ich, dass der FCB einfach dominant muss sein. Und das machen sie überhaupt nicht. Also, ist das eine Kaderfrage? Es sollte eben keine Kaderfrage sein, weil das Kader sollte so gut sein, dass sie das können. Und eine Halbzeit können sie Samis auch, aber nicht das ganze Spiel leider. Und das ist vielleicht noch das Manko, das sie haben. Sie haben in Lausanne und in der ersten Hälfte nicht gut ausgesehen. Sie haben hier in der ersten Hälfte auch nicht gut ausgesehen. Das muss man so sagen. Ich meine, wenn so eine Gegenverhältnis von der Corner jetzt hast, wie die in der ersten Hälfte. Und in der zweiten Hälfte ist es besser geworden. Jetzt muss die Frage, ist es besser geworden, auch ein bisschen, weil St. Gallen vielleicht müde geworden ist. Aber ich finde schon auch, wie du gut gesagt, sie müssten dominanter können auftreten, und zwar über 90 Minuten. Und das muss man, das Ziel, das muss man abheilen. Dass man das mal hinkriegt. Dass man von der ersten bis zur letzten Minute mal dominanter vom Feld ist. Und dann kriegen auch Gegner wieder mehr Respekt. Schauen wir schnell auf die Tabelle. Dann sehen wir gerade mal, wie eng das generell ist. Der FCB hat den zweiten Platz können festigen, punktgleich mit Servet. IB ist irgendwo mal mit 200 auf der Autobahn an einem vorbeigefahren. Da stellt sich dann auch wieder die Kaderfrage drauf, ist das ein Titelkader für dich, wenn du so viel Abstand hast zur Spitze? Ja, nein, das zeigt definitiv nicht. Also, IB ist verdient Meister geworden und das 7 Spieltage vor Schluss oder wie auch. Aber momentan zeigt mir die Tabelle mehr, dass der FCB zwischen 2. und 4. Platz ist. Was auch der Unterschied so zeigt, weil es sind ja nur 3 Punkte Unterschied. Und man hat so viele Punkte wie Servet. Und ja, jetzt, was jetzt eigentlich das Problem ist, sie dürfen sich keine Ausrüstung mehr leisten. Also, sie müssen jedes Spiel gewinnen, also bis zum Schluss. Weil sobald jetzt auch am Wochenende gegeben, wenn sie das Spiel nicht gewinnen und Servet gewinnt, sind sie schon Dritte. Und dann Lugano gibt es auch noch die Chance, dass sie auch wieder näher rücken. Und das ist jetzt nicht einfach für die Spieler, weil mental musst du auf der Höhe sein, dass du jedes Spiel, die letzten Spiele gewinnen musst. Weil am Schluss kannst du entscheiden, ob du nächste Saison noch international spielst. Weil wenn jetzt das auch noch nicht schaffst, dass du international Plätze nicht erreichst, ja, dann ist eine Saison eh schon nicht gut, aber dann ist sie komplett am... Ja, dass man jetzt das nicht sagen, was ich auch okay. sagen oder? Gutes Fazit. Es geht ja nicht nur ums Sportliche beim FCB. Die Saison ist auf der Zielgerade, aber morgen in einer Woche sollte ja auch vor Gericht die Fetzen fliegen zwischen dem David Degen und dem Bernhard Burger. Also, ich denke, unser Gast ist Zdravko Kuzmanović. Es war schon unruhig, als er seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat im Sommer. Aber ich glaube, das hat er sich nicht mal selber ausgemalt, was aktuell abgeht. Im Sommer 2015 ist der Serb von Inter zurück zum FCB gewechselt. Und das für ganze 5 Jahre. Doch mit dem damaligen Trainer Urs Fischer hat er es heute nicht auf der gleichen Bühne. Die Folge davon, er bekommt keine Einsatzminuten mehr und wird im Winter zu Udinese Calcio ausgelehnt. Bevor er dann im Sommer darauf Levis zum FC Malaga gewechselt ist. Im Sommer 2018 ist er dann wieder zurück zum FCB. Unter Marcel Collo bekommt er auch immer wieder Spielzeit. Im Gelb-Halbfinale gegen den FCZ dann der Höhepunkt. Er macht es 3:1 und schießt der FCB damit im Gelb-Finale. Danach geht aber nichts mehr. Der Zdravko Kuzmanović muss verletzungsbedingt die ganze Saison passen. Und so enden seine 5 Jahre beim FCB im vergangenen Sommer. Kurz darauf runter gibt er seine Karriere bekannt. FCB-Spiel, die verfolgt er jetzt als Fan vor dem Fernsehen und gibt auch gerne mal seinen Unmut gegenüber der Führung oder dem Trainer auf den sozialen Medien preis. Ruhig um ihn ist also auch nach seinem Karriereende nicht geworden. Ja, bevor wir uns sehen, reingehen, juckt es dich noch? Sie wollen wieder shooten? Ja, ja, ab und zu schon, aber nein, der Moment war richtig. Also, ich habe definitiv entschieden, dass meine Karriere fertig ist und das tut mir gut. Also. Ich habe gemerkt, was ich in den letzten 7-8 Monaten, was ich mit der Familie geniessen kann, mit dem Kleinen, mit meinen Töchtern kann spielen kann. Also ich liebe Fußball über alles und ich schaue jedes Spiel, aber dass ich jetzt irgendwann wieder Fußball spielen auf einem guten Niveau, das ist definitiv fertig. Ernie, mit dem Zdravko hat der FCB einen Typ verloren. Ist das ein Typ, der jetzt fehlt? 100%.
Ich, von so Typen lebt der Fußball. Man sagt immer, Genie und Wahnsinn, das ist immer ein bisschen nahe zusammen, sage ich jetzt einmal so. Das sagt man auch so und das hat auch etwas. Und ich habe dazu mal auch nicht verstanden, dass man nicht geschaut hat, dass man mit ihm einen Konsens findet, dass er die Mannschaft kann führen kann, auf dem Feld führen und so, weil man hat seine fußballischen Fähigkeiten dann gar nicht mehr ausgenutzt. Und ich denke, jetzt am Schluss hat es mal auch noch ein bisschen gestunken. Und dann hat das vielleicht manchmal auch nicht mehr so einsatzmässig so 100% ausgegeben. Aber das ist irgendwann dann auch mal verständlich. Aber in der Zeit, wo er zurückgekommen ist, wieder, dass man dort nicht mehr auf ihn gebaut hat, das finde ich schade. Und er hat auch in den Spielen, wo er nachher gespielt hat, unter dem Koller, Rückrunde und so, da hast du immer gemerkt, wenn er gespielt hat, ist das Spiel einfach anders gewesen. Und trotzdem hat man nicht so richtig auf dem Baut. Und ich verstand dann auch ein Spieler, dass der irgendwann mal der weiß, was jetzt können sie mir halt. Ja, das ist ein bisschen menschlich. Du bist ja irgendwie eben bei dieser Sache mit Moos Fischer ein bisschen in Ungnade gefallen. Hast du jetzt ein Déjà-vu gehabt, wo das mit dem Waldin Stocker über die Bühne gegangen ist? Ja, ich habe wirklich auch an mich gedacht. Aber gut, das, was da über die Bühne gegangen ist mit dem Wally, was da alles passiert ist und wie er auch nachher öffentlich demütigt ist worden vom Karli Odermatt oder so, das Video, das geht ja gar nicht. Also, das kann man ja an sich vom FCB-Führung oder von einer Statuslegende, wie man auch den Karli Odermatt nennt, das darf nie passieren, dass du deinen eigenen Spieler so öffentlich kaputt machst. Also, das habe ich nicht verstanden. Und da ist der Wally Stocker, kann man sicher der Ernie auch bestätigen, noch recht ruhig geblieben, weil wenn du von der Vereinsseite so kaputt gemacht wirst in diesem Video, ich weiß nicht, ob ich ruhig geblieben als Spieler, weil ich bin dann da ein anderer Spielertyp. Immer ein grosses Kompliment, dass er so ruhig können bleiben und alles, aber ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es nicht, wie ein Verein oder jemand in der Führung so etwas über einen Spieler kann sagen, weil erstens, ich war lange in diesem Verein. Also der Odermatt, der Karli Odermatt, war nicht einmal in der Garderobe, seit ich gespielt habe. Also da kannst du auch nicht behaupten, dass ein Spieler gegen einen Trainer tut, dass er einen Spieler die ganze Mannschaft nimmt, so wie ich es mitbekommen habe, in einen Raum geht und sagt, dass wir heute nicht laufen. Aber eben, ich habe mit dem Ernie ab und zu ein bisschen geredet, der tut sich das selber ins Bein schiessen. Also das kann ein Captain nicht machen und das macht ein Captain nicht. Und ich kenne den Wally. Der Wally wird das nie im Leben machen, weil ich habe mit dem lange zusammengespielt. Und ich war schockiert gewesen, als ich die Nachricht gesehen habe. Also, es gibt nur das Wort schockiert. Also, ich weiß nicht, wie ich das so formuliere. Also, es ist so das bekannte Fingerspitzengefühl, so die Fettnäpfchen, die man immer wieder reintritt. Und das seit gefühlten 3 Jahren. Du hast ja beide Führungen mitbekommen. Mhm. Häusler und Pogono. Was ist so der Unterschied? Ja gut, das kann man jetzt nicht vergleichen. Also, mit dem Häusler hatte ich ein enges Verhältnis. Da höre ich mich heutzutage noch ein bisschen mit ihm und frage ihn immer wieder, wie geht es dir, was machst du und so. Mit dem Burgener. Aber ist die Atmosphäre, hat sich einfach die Atmosphäre geändert im Verein dort? Ja, gut. Es sind zwei verschiedene Präsidenten. Also der Bernhard Häusler hat die Mannschaft geführt und die Mannschaft hat Erfolg gehabt. Der Verein hat Titel gewonnen, der Verein hat Double gewonnen, der Verein hat international gespielt, der Verein hat Champions League gespielt. Alles, was jetzt der Verein nicht mehr macht. Und das kannst du ja nicht vergleichen. Also, das ist ja immer normal, dass dann der Verein mit dem anderen Präsident besser dasteht als mit dem jetzigen. Aber es sind zwei verschiedene Konzepte. Damals hat man investiert, heutzutage investiert man nicht mehr so viel. Muss man auch ehrlich sagen, weil man holt nicht mehr die Spieler, die man früher geholt hat. Und das ist meistens das Resultat so. Das ist natürlich auch der Vorwurf von Primus zur Lachnummer. Ist das wirklich, sind wir schon so weit? Ja, zum Teil schon, ja. Wenn ich gewisse Sachen, die passieren, muss ich sagen, das ist amateurhaft. Das ist, wo's um die Lohnverhandlungen gegangen ist, vor einem Jahr wegen Covid und so, wie man dilettantisch vorgegangen ist. Dann hat man gesagt, man muss sich bessern, man muss kommunikativ besser werden. Das ist heute noch gleich schlecht wie damals. Man sieht man wieder mit dem Walle, was passiert ist. Das ist amateurhaft. Und in einer Zeit, wo es nicht so läuft, verdreht es das eben auch nicht. Das ist viel schlimmer denn noch, als wenn es sportlich läuft, dann kannst du auch mal so einen Fehler passieren, dann ist das nicht so schlimm. Aber in der
jetzigen sind. Und dann hat man vor zwei Wochen gesagt, vielleicht haben wir die Fans doch ein bisschen vernachlässigt, wenn ich so eine Aussage höre. Ja, Entschuldigung. Das kann es doch nicht sein. Entschuldigung, dass ich, aber es hat ja noch nie gegeben, dass die Fans Tickets zurückgeben, oder? Ja, natürlich. Also, ich schaue jetzt als Neutraler. Mhm. Also, wenn du hunderte von Fans hast, die ins Stadion kommen und sie ihre eigenen Tickets zurückgeben, dann wird ja viel falsch gemacht. Und das ist ja nur ein Beispiel, das ich gesagt habe, weil die Führung muss anfangen, die Spieler zu schützen. Und wenn du die Spieler schützt und ihnen auch das Selbstvertrauen gibst, dann bekommst du meistens die Leistung zurück. Wenn du gegen deine eigenen Spieler drei schiessest, dann ist der eine in diesen paar Spielern, die dann sagen, hey, weißt du was? Ja, gut, machen, was du willst. Am Schluss muss ja die Führung, wenn die Spieler bei Laune hast, dann bekommst du auch das Resultat. Wenn du die Spieler nicht bei Laune hast, dann hast du meistens schlechte Resultate. Jetzt steht ja auch noch im Raum, wer denn den FCB kriegt. David Degen oder Bernhard Bogner? Ja, das ist das nächste Thema. Ich finde, das ist meine Meinung, mit dem David wird es sicher nicht besser. Also ich weiss nicht, der David Degen hat keine einzige Erfahrung als Präsident. Er hat noch nie einen Verein geführt. Er war noch nie ein Sportdirektor gewesen. Okay, er hatte eine Managementfirma, wo er irgendwie Fußballmanager war, aber mehr hat er nicht. Und ich weiss jetzt nicht, ob jetzt ein David Degen mit ihm seiner Erfahrung am FCB so weiterhelfen kann. Okay, ein Spassler, alles gut, aber wenn man einen Präsident will haben, dann muss man wenigstens jemanden holen, der Erfahrung hat. Und, meine Meinung ist, dass er unerfahren ist und in dem Moment, wenn er den FCB jetzt übernehmen würde, da wäre trotzdem immer noch Chaos. Also, oder vielleicht sogar mehr. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber das ist meine Meinung. Ja, ganz also einfach. Sehen. Vielleicht gibt es noch außergerichtlich eine Einigung oder wir werden es dann nächste Woche mitbekommen vom Zivilgriff Basel. Statt am Samstag spielt der FCB beim Meister. Auf Kunststraße im Wankdorf. Erni? Ja, hoffe, dass da wirklich mal ein positives Resultat da ist. Ja. Aber es wird schwer. Okay. Strafko, vielen Dank, bist du da gewesen. Hey, danke euch. Merci Ihnen für die Aufmerksamkeit. Adieu miteinander.